Okay. Aveline, ich habe etwas Besonderes für dich erfunden. Ein Sonnenschirm? Ich sollte dir wohl danken, aber... Erlaub mir es zu demonstrieren. Na? Elegant und tödlich. Genau wie my lady. Monsieur Blanc, ihr kennt mich wirklich gut. Oh. Gut. Zum Geschäft. Kennst du noch unseren Rivalen, Monsieur Boucher, der zweimal beim Weinpanschen erwischt wurde? Spielt er das alte Spiel immer noch? Diesmal meint er, unser Kaffee wäre ungesund. Er betreibt einen Stand auf dem Markt bei den Docks und verteilt dort entsprechende Handzettel. Der Verkaufe geht zurück und wir haben ohnehin schon genügend Geldprobleme mit der Firma. Sprich nicht weiter. Ich sorge dafür, dass die Lügen aufhören. Okay. Kann ich jetzt ein weiteres Schiff kaufen? Bringt mir das großartig was? Achttausend, neuntausend. Ich weiß halt nicht mal, ob es sich großartig lohnt. Neue Gegenstände im Schmugglerladen. Wuhu, noch eine komische Taschenuhr, mit der ich nichts anfangen kann. Und das waren einfach nur Giftpfeile wieder, was der mir gegeben hat. Hier sonst noch was Neues? Hier unten ist irgendeine Seite. Keine Ahnung, was mir das bringt. Gibt's auch scheinbar nur eine. Gucken wir erstmal hier bei den Waffen. Ich hoffe mal, die Tagebuchseite fliegt da nicht gleich irgendwie weg, dass ich da hinterher rennen müsste, weil dann wird das ein bisschen schwierig. Warum steht da, ich habe nicht genügend dafür, wenn ich das Zeug eigentlich hätte? Die Waffen, die habe ich halt noch nicht. Chokwe-Axt und Beil. Die habe ich alle. Den habe ich nicht. College Made. Schiffsbeil. Also kann ich ab jetzt alles kaufen, oder wie? Fast alles. Und jetzt kostet das alles auch viel, weil jetzt kannst du handeln. Ach, der wieder mit seinem Waschschwein. Ich brauche halt nicht mal so viel Patronen. Bisschen weiter oben, da komme ich so nicht dran. Kann ich die Kleidung jetzt wechseln?
Kann ich vor allem von woanders aus? Nö, kann ich nicht. Wäre ja auch zu praktisch gewesen, wenn man einfach von woanders aus dieses Menü da auswählen könnte. Ich kann immer noch nicht wechseln. Das ist blöd. Investiere jetzt tatsächlich mal in diese Schiffe. Oder zumindest, dass die richtig viel Ware mitnehmen oder so. Tabak. Ja, kochen wir einfach das Maximum davon. Und dann ist ja Schiff entsenden, ne? Einhundertzehn, damit hätte ich mehr als vorher. Da könnte ich eigentlich die ganze Zeit in dem Menü drin bleiben und warten und gucken, dass da irgendwas bei rumkommt. Dann kaufen wir uns immer mehr Schiffe und dann haben wir irgendwann genügend Geld. Darauf habe ich gerade keine Lust. Das bietet sich besser an, wenn ich das hier nicht streamen würde, sondern einfach nur aufnehmen würde. Das habe ich ja auch damals schon gemacht. Dass ich mir dann einfach irgendein Video dann nebenbei angemacht habe. Bitte gib mir die anderen Klamotten, womit man klettern kann. Ich hätte auch gern meine Kamerakontrolle wieder. Folgt mir. Zu den Leichen. Okay, dann nicht. Café verursacht Ausschlag im Gesicht und macht kerngesunde Männer zu Krüppeln. Meidet dieses stinkende Brackwasser. Trinkt feinen ostindischen Tee, das Elixier der Gentlemen. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht, Madame. Sie bezahlen mich dafür, das zu sagen. Ich kann nicht mal lesen, ich schwöre. Wo ist dein Auftraggeber? In seinem Lagerhaus bestimmt. Bitte tut mir nichts. Warum hat er so viel Angst? Der dürfte doch eigentlich gar nichts davon wissen, wenn ich da irgendwen verprügeln kann oder sonst irgendwas. Ja gut, ich habe ein paar Leute auf der Straße verprügelt und die haben das vermutlich alle gesehen.
legt sich dahin. Das hätte jetzt auch gut die Frau da treffen können. Tötet mich nicht! Was wollt ihr denn? Hör auf, den Namen de Grand Prix zu beschmutzen. Bau den verlogenen Stand ab, vernichte die geschmacklosen Handzettel und entschuldige dich öffentlich. Schon gut, ich werd's tun. Versprochen. Was ist das? Kaffee? Wie fühlst du dich? Schon verkrüppelt? Juckt es? Bitte, seht doch. Ich bin verzweifelt. Meine Sklaven laufen mir ständig davon. Ich verliere jeden Tag Geld. Und mein Lager ist voller Tee. Wenn nun jedermann nur noch Kaffee trinkt, bin ich erledigt. Jeder, der Sklaven hält, verdient sie zu verlieren. Beim nächsten Mal bedenke, es gibt bei weitem Schlimmeres als ein schlechtes Geschäft. Schon gut, schon gut, schon gut, Ma'am. Der macht keinen Ärger mehr. So ist es. Er geht bankrott, verkauft seine Läden. Wie wär's so? Willst du expandieren? Das wäre mal eine Idee. Wenn ich ihn aufkaufe, kann ich seinen Sklavenlohn bezahlen und sie auf den Weg zur Freiheit bringen. Sicher eine deutliche, friedlichere Lösung, als du sonst mit Sklaventreibern verfährst. Ich erstelle eine Liste der Anwesen, die zum Verkauf stehen, und sorge dafür, dass meine Informanten Ausschau halten. Such nach ihnen. Hab Dank, Gerald. Ich kann die aufkaufen. Wird das hier zu Yakuza? Und nur für 500. Gut. Krieg ich jetzt einen Rabatt? Handelssystem. Ach, das Handelssystem kann ich von hier aus auch aufrufen. Das ist praktisch. So, das könnte ich mir jetzt natürlich kaufen, aber ich werde jetzt erstmal ins Handelssystem investieren. Waren kaufen. So viel wie möglich. Das Schiff entsenden. Ich weiß nicht, was der Hurricane 10% da macht eigentlich. So, und dann kaufen wir noch ein Schiff. Okay, dann kaufen wir kein Schiff. Wir können uns nämlich keins leisten. Sobald wir wieder genügend haben, machen wir das. Kann ich das hier jetzt auch kaufen? Da kann ich nur hingehen. Nachladen und dann schießen wir den Typen da vorne ab. Ich finde gut, dass ich dann auch so rumlaufen kann. Hier natürlich wieder versperrt. Hier komme ich durch. Ja. Aber nicht weiter. Hier ist auch versperrt. Warum ist hier alles versperrt?
Was soll das? Laufe ich halt an den zwei Typen da vorbei, die mich dann wieder angreifen werden. Ohne Grund. Oder auch nicht. Die haben ja niemanden mehr zum Verteidigen. Gerald, es sind schon wieder Sklaven verschwunden. Ich dachte, das endete mit Gouverneur Dabadi. Doch es geht weiter. Und nicht mehr nur Sklaven, auch Arbeiter und Bettler. Wohin verschwinden sie nur? Ich werde meine Leute darauf ansetzen. Nein, ich tue es selbst. Sie brauchen die Hilfe jetzt. Darf ich vorschlagen, dass du diesmal mit Saint-Danger anfängst? Ja. Diesen Fall kann man nicht auf einem Gartenfest lösen. Sobald du bereit bist, finde mich draußen nahe der Docks. Ich zeige dir einen schnelleren Weg. Jetzt darf ich die endlich wieder tragen. Ich will nicht schon wieder ins Bayou. Gehen diese Schiffe eigentlich kaputt? Warum steht da mal 10%? Ist da eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass meine Fracht dann über Bord geht? Warum ist da jetzt so ein Zeichen? Das Hauptquartier. Das Tagebuchseite. Das gibt mir eine besondere Belohnung. Warum leuchtet das hier so gold? Warum springst du da nicht hoch? So, hier waren doch noch mehr, oder? Sehe keine. Rivalisierender Schneider. Da unten ist noch eine. Gehen wir erstmal zum rivalisierenden Schneider. Kann ich den aufkaufen vielleicht? Krieg ich dafür auch Geld? Oder ist es auch einfach nur, damit ich dieses Menü von überall benutzen kann? Weil dann würde das wenig Sinn machen, dass man das hier bei zwei Sachen zusammen machen kann. Nee. Ich kann da nichts dran machen. Kann ich da vielleicht davor irgendwas machen? Nö. Verstehe ich nicht. Ich hab wieder Geld. Davon kaufen wir uns doch direkt mal wieder hier Tabak. Warum ist da immer ein Sturm?
Mach ich hier überhaupt ein Plus? Minimal.